Eine neue Review. Worüber könnte ich denn mal eine neue Review machen? Mal überlegen. Was bietet sich denn da an? Oh ja, Tanz der Vampire. Tanz der Vampire ist demnächst in Köln, die letzte Station auf der Tour. Ich werde euch jetzt sagen, wie es mir gefallen hat. Viel Spaß! Alles, was ich jetzt zu Tanz der Vampire sage, bezieht sich auf die letzte Vorstellung in Hamburg mit David Arnsperger als Graf von Krolok. Im Allgemeinen muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel über Tanz der Vampire sagen, denn wahrscheinlich hat der Großteil von euch es sowieso schon gesehen und ist eigentlich nur noch darauf gespannt, dass es endlich mal nach NRW wiederkommt, dann auch noch in Köln zum allerersten Mal im Musical Dome und dann auch noch mit einem neuen Stargrafen in der Hauptrolle. Und wie mir das so gefallen hat, das erzähle ich euch jetzt. Ich werde jetzt insgesamt gar nicht mehr so viel über Tanz der Vampire sagen. Die Cast ist insgesamt super. Man kennt es, man liebt es. Deswegen läuft es halt immer weiter. Hauptsächlich wird es jetzt darum gehen, wie David Arnsperger in der Rolle des Graf von Krolok rüberkommt. Ich habe die Show mittlerweile, glaube ich, 9-mal gesehen. Insgesamt jetzt mit 4 verschiedenen Grafen. Ich habe 6-mal Jan Ammann in der Rolle gesehen, also 6-mal guckt man ja nicht umsonst irgendeinen Darsteller in einer Rolle. In Wien habe ich Drew Sarich in der Rolle gesehen und in Hamburg hier während der Tour habe ich einmal Jan Chris gesehen, weil David Arnsperger an dem Tag krank war und zu guter Letzt habe ich dann auch noch in der letzten Vorstellung in Hamburg, also nicht in der allerletzten Vorstellung, sondern in der letzten Vorstellung mit David Arnsperger hier in Hamburg, habe ich dann halt auch noch ihn in der Rolle gesehen. Und ich werde jetzt gar nicht anfangen, die Grafen großartig zu vergleichen, denn jeder Graf hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Charme und es ist halt Geschmackssache, wem was gefällt. Allerdings kann man halt sagen, alle, die diese Rolle spielen, haben eine Berechtigung, diese Rolle zu spielen. Jan Ammann fand ich natürlich klasse. Er hat mich mit in diese Musical-Welt reingerissen quasi, denn vorher war ich gar nicht so krass an Musicals und Theater interessiert, bis es dann halt mal nach Oberhausen kam und er die Hauptrolle gespielt hat und er mich einfach so aus dem Sitz gepustet hat, dass ich von da an gefesselt war. Drew Sarich dagegen ist ein ganz anderer Typ von Graf. Auch sehr gut, hat mir mega gut gefallen, sehr, sehr viel über Schauspiel gelöst und hat natürlich eine tolle Rockstimme für die ganzen Rockballaden, also es passt halt sehr gut. Im Vergleich zu den anderen Grafen hat er natürlich eine sehr hohe Stimme, was ja anfangs für einen riesen Shitstorm irgendwie gesorgt hat bei den Vereinigten Bühnen Wien, aber mittlerweile ist das ja dann auch so umgeschwungen, dass er jetzt auch eine riesen Fanbase unter den Vampiren hat. Kommen wir kurz zur Zweitbesetzung des Grafen in der aktuellen Tour, und zwar Jan Chris. Jan Chris ist, ich glaube, aus Tschechien, ist dort auch Musical Star und hat auch dort Rocky Balboa im Rocky Musical gespielt und ist halt hier in der Tour Zweitbesetzung Graf von Krolok. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, wenn der jetzt so einen richtig starken osteuropäischen Akzent hat, dann ist das jetzt vielleicht nicht so geil, weil dann versteht man die Hälfte nicht. Selbst wenn man die Texte alle in- und auswendig kennt, findet man es ja dann doch besser, alles zu verstehen von dem, was gesungen wird. Und ich war positiv überrascht, denn er hat eine sehr gute, kräftige Stimme. Sein Akzent ist natürlich da, er ist nicht super stark, also ich habe viel schlimmeren Akzent erwartet.
Allerdings passt der Akzent natürlich sehr gut in die Rolle, denn wir sind halt in Transsilvanien und wenn dann der Obergraf dann auch noch so einen aristokratischen und dann doch russisch klingenden Akzent hat, dann passt das natürlich sehr gut in die Rolle. Kommen wir nun zu David Arnsberger. Ich habe versucht, sehr, sehr objektiv daran zu gehen, denn ich habe David damals als Phantom hier in Hamburg in Phantom der Oper gesehen und fand ihn mega gut. Er war einfach perfekt für die Rolle. Er hat eine tolle Stimme und eine sehr kräftige Stimme, was ich immer sehr wichtig finde bei solchen Produktionen beziehungsweise auch bei solchen Hauptrollen. Und ich habe versucht, ohne Vorurteile in Anführungszeichen an die Sache zu gehen bei Tanz der Vampire und habe einfach darauf gewartet, bis er anfängt zu singen und zu spielen. Und ich muss sagen, er ist fantastisch. Er passt sehr gut in die Rolle. Er hat nicht dieses typische Grafenaussehen, meiner Meinung nach. Er sieht mit dem ganzen Make-up und so schon wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Also er ist nicht so auf sexy getrimmt, so wie andere Vampirgrafen. Und das fand ich schon ganz gut. Und er hat auch so was sehr, sehr, sehr Erhobenes in seinem Spiel und seine Stimme, die klingt für mich auch immer sehr aristokratisch und sehr vornehm und das passt halt alles super gut in diese Rolle rein. Und ja, also alle, die in Köln zu Tanz der Vampire gehen oder noch vorhaben, dorthin zu gehen, geht auf jeden Fall hin. Seid nicht traurig, wenn David nicht spielt. Sein Ersatz ist auch wirklich sehr, sehr gut und für alle, die David Arnsberger in der Rolle sehen können, viel Spaß, denn er ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte sogar an ein paar Stellen noch Gänsehaut und das ist dann doch schon schwierig zu schaffen, finde ich. Und auf jeden Fall dann Props an David, dass er diese Rolle so vereinnehmen kann. Die Spielzeit in Köln, die wurde jetzt natürlich aufgrund des hohen Vorverkaufs der Tickets schon auf 3 Monate verlängert. Das ist natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass die Tour von Tanz der Vampire in Köln beendet wird. Fraglich ist allerdings noch, ob alle Darsteller, die jetzt von Hamburg nach Köln mitgehen, die 3 Monate Verlängerung auch noch dabei sein werden, denn auch für die Darsteller kam es natürlich genauso spontan wie für die Fans, dass diese Show so lange verlängert wird und es könnte natürlich sein, dass ein paar Darsteller im Laufe der Zeit dann aus der Show austreten, weil sie dann in der Zeit schon andere Engagements angetreten sind und da muss man dann mal abwarten, wie das funktioniert. So, und das war's dann mit dieser kleinen, tollen, super Review für Tanz der Vampire. Wer hätte es gedacht, dass ich sage, Tanz der Vampire ist richtig super? Damit hätte niemand gerechnet. Nee, nee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist hoffentlich nur ganz kurz geworden und ich bin nicht wieder so ins Labern gekommen. Lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.